Hallo und willkommen zurück bei FIFA 17 Together. Wir gucken gerade nach Spielern. 56.000. Absoluter Scherz, ey. Behandeln. Oh, Roll im Kader wichtig. Ah, ne, wichtig ist er mir doch sonst wieder. Fünf Jahre. 3 Jahre ist gut. Zwei Millionen, Marvin. Gehalt. Der kriegt aktuell das Gehalt 3.200. Dann will ich ihn 3,5 anbieten. Marvin! Du bist 300.000 gerade. 200 Re Nein, da musst du hin. Ja. Boah, bist du da bescheuert? Kannst du nicht mal leisten, ey. Oh, 4, wie du willst. Du hast 20.000. Viel ist schon krass. Das ist schon 8.000, ne? Zehn Tore, 1.000. Was? Eigentlich ist nur 43.000, 5 Tore, 21.000. Sieht da bescheuert? Nee. Halt. Wollte ich jetzt noch den kann ich wegtun. Wäre ich selber so gut. Den hier kann ich mir versuchen zu leihen. Steht denn bei Laie? Der Fall hat kein Interesse an dem Spiel außer ein Kopfverschiebe Live-Vortrag für das Spiel sind möglich. Ja, Live-Vorschlag. Hast du das auch gemacht? Ah, es ist gekauft worden. Der Verein wird nicht verkaufen, aber wir können direkt mit der Verhandlung, wenn wir eine Freigabesumme von 2,3 Millionen bezahlen. Ja, klar. Hast du jetzt gerade zwei. Was wieso? Da, wenn es so ist, machen wir teurer. Habe ich schon bei Bayern ausprobiert. Da muss ich statt 10 Millionen 50 Millionen bezahlen. Marvin, so ist das Leben, ne? Das ist kein Ponyhof. Ey, du hast 2,3 Millionen für das Spiel bezahlt. Oh, Schlüsselspieler ist schon ziemlich wichtig, 69. Nur 3 Jahre, 4, 5 Jahre. Sind ja auch immer an, die Idioten, ne? Wenn der 5, dann machst du 4 Jahre angenommen. Freigabesumme. 2,6 Millionen. Oh, das ist doch nicht so scheiße. Ah, muss jetzt ein bisschen mehr rausspringen, ja? Gegenangebot. Da muss 3. Nee, das ist zu viel, Marvin. Das ist. Alles schon hergegangen, soll ich nicht schon wieder. Wie viel aktueller Gehalt? 4.000 wiegt er. Monatszahlen.
schon viel mal, aber ne. Boah, 29.000. Viel ja. Für dich muss ich aber erstmal kriegen ohne den Tron. Wie viel Geld habe ich dann noch? Unter einer Million hast du noch Finanzen. Willst du jetzt noch suchen? Du so nach freien Spielern, Marvin. Erstmal möchte ich was gucken. Nee, Bayern brauche ich. Bayern? Ja, den geilen Spieler an Törder. Gut, so, läuft in 12 Monaten aus. Ich versuche den Leih auszusuchen. Kürzlich gekauft? Läuft aber in 12 Monaten aus, okay. Sie haben nur einen Jahresvertrag gekauft. Ja, glaube ich auch. Die kann sie nicht mehr verbessern. Die ZOM. Ja. Kann nicht sein. Ist jetzt so. Hä? Dann ist es so. Vielleicht kann er sich noch verbessern, steht ja nicht. Ach, für die dritte Reiche. Wie gut ist er denn normal? 70. Ja gut, ne, ist jetzt nicht ganz so scheiße. Philipp Hoffmann. Wir haben das erstmal. Eigentlich möchte ich den gar nicht verkaufen, aber. Eins Komma sieben, eins Komma fünf. Marvin, du hast Hoffmann verkauft. Ja, ist doch immer nur 9 jetzt. Oh, ja, such dir mal einen neuen, der vielleicht frei ist. Sieh mal, Stürmer gucken, Talente. Nicht Stürmer, rechts. Rechts außen. War ein Stürmer. Ja, rechts, rechts außen. Ja, warte mal. Mittelfeld rechts auch. Rechtes Mittelfeld. Ich guck einfach nur zur Liga. Vielleicht haben die auch noch gute. Du brauchst rechtes Mittelfeld. EM dann. Ja.
Ja, den beleben. Kann er kaufen. Günstig, auf jeden Fall nicht. Ich kann dann 115 Millionen kaufen. Beobachten. Bei Dortmund, Mohr. Ich spiele gar nicht mehr bei Dortmund. Ja. Und dann Emre heißt er. Mohr. Leerzeichen. Und jetzt. Wo ist er? Jetzt habe ich ihn verloren. Heißt Emre Moa ist außerdem. Hier heißt Mohr Emre. M. Na, M. M. Du wolltest gerade Emre schreiben. Ja, gut. Und Emre wird E. M. R. O. E. Ja. E. Und Moor. Noch ist nicht so gut, weil der hat nämlich 70. Hier sind 68er. Wie denn? Wie heißt der? Der heißt Mabudu Jordi, spielt bei AS Monaco. Land Frankreich. Glaube ich. Obwohl er von Frankreich liegt. Der hier? Ja. Wir sind 73er. 73. Ja. Ich bin Leverkusen. Wie heißt der? Kai Havertz. Deutschland. Den hier. Ja. Zubauten habe ich keine Zeit mehr. Das war's. Kann ich vergessen. Leih kann ich. Zwei Jahre. Boah, 2 Jahre schon viel mal. Was? Angenommen? Oh, gut, geil, 10.000 ist schon ganz schön viel, ne? 8.000. 10.000 schon viel. Ja, 5.000 schon ein bisschen.
Frage aber so 10,4 Millionen. Oh, nee, kann ich mir nicht leisten. Würde nur einen sagen. Na, ich hab ja den jetzt. Gleich. Hoffentlich. Ich hab, was hab ich. Nee, ne? Abgelehnt. Warum das denn? Ich habe noch zwei beobachtet. Ich habe ja noch zwei beobachtet. Jetzt alle erste Liga spielen. In Erfurt. Aber irgendwo muss ich was machen. Du musst jetzt mal was machen. Den scheiß letzten auch aufzuholen. Ich leg den schon dahin und dann trotzdem fällt der runter. Hoffmann habe ich noch bis jetzt. Aber bis jetzt hast du auch vorbereitet. Ich weiß noch, wo das Spiel hier besteht. Das Minster freut sich, dass es jetzt umkoppeln los ist. Heute der Erwartung interpretiert hat. Ja, ist es. Was haben wir noch heute? Endlich Cavani. Leipzig gewinnt ran um. Williams Fans erwarten Meisterschaft von Würzburger Kickers. Okay. Mittel. Habe ich schon gelesen. Habe ich schon gelesen. Allen Meisterschaft Platz. FC Oberhausen kann aufsteigen. Hamilton gewinnt ran um. Mit irgendwie Angst. Buddy. 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 Oh, dann soll das stehen bleiben.
es irgendwie überall sah. Überall. Nur andere Position. Was ist denn? 80 Brühe oder was? Ruhiger. Oh. Biber. Boah, Oh, Eigenschaft Lupfer. Das ist sehr gut. Das ist von eigentlich. wem? Von einem anderen. Von wem anderen? Von Kaloton. Krieg ich jetzt raus. Die Biber rein. Lupfer, boah. Ich hab überhaupt irgendwo eine Fähigkeit. Da muss ich. Ich muss ich. Stärke, Eigenschaften. Anfänglich für Verletzung, Anspielstation. Komm, Rüdiger Marvin. Wie Rüdiger? Rüdiger rechts. Ja, der ist ja nicht so schnell. Ist auch nicht. Keine Fähigkeit. Keine Fähigkeit. 58 Blitzer. Flanken, ey. Motor. Keine. Keine. Das kann nur in die Hose gehen, Keine. glaube ich hier. Keine. 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 Doch. Anfällig für Verletzung. Zur Eigenschaft. Keine. Keine. Distanzschütze. Deswegen. Also gut, Distanzschütze. Du warst natürlich. Hart oder Rüdiger? Hatte schneller. Abschuss 72, Fernschuss 55. Oh, ja, ziemlich gleich. Was sieht hier aus? Kannst du nichts mehr machen? Bist du bereit? Ja, in 80 Jahren vielleicht. Na ja, komm, gut. Hat. So. Jetzt ein Ligaspiel. Gewinne ich, verliere ich unentschieden. Elfu kann ich nur einschätzen. Null. Ja, ich hab den 70er. Du hast 70er. Heber E14 ist wuchtiger Heber. Und Elzer ist hoher Heber, okay. Oh. Endlich geht die neue Saison los, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Partie. Erster Spieltag, endlich wieder Fußball. Die Fans freuen sich auf die neue Spielzeit. Wir auch. Heute heißt es also Rot-Weiß Erfurt gegen Preußen Münster. Und es gibt heute ein Debüt zu feiern, Buschi. Sie haben in der Abwehr nochmal nachgelegt. Ja, und ich bin gespannt, ob das heute mit der Abstimmung bei Ihnen schon klappt, dass er Ihnen helfen kann. Das steht, denke ich, außer Frage. Und es gibt eine Premiere heute bei Ihnen im Mittelfeld. Und wir sind wirklich gespannt, wie er sich ins Team einfügt. Er könnte die Verstärkung sein, die Sie wirklich gebraucht haben. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut.
Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. Anpfiff und los geht's. Super dazwischen gegangen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich kann mal versuchen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schuss! Der Ball geht knapp über die Latte. Danilo Wiebe. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Tolles Zuspiel. Jetzt der Schuss. Oh. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt beim 0:0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Philipp Hofmann. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber ich denke mal schon. Sehr gut aufgepasst. Danilo Wiebe. Das ist irgendwie so 60. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Doch anlegen. Guck ich erstmal, wo ich mit ihnen jetzt zur Ecke gehe. Selbst. Okay. Kopf 60. Gut, der hat auch 67, ne? Kann sich noch verbessern, Marvin. Es ist 21. Jetzt sag ich doch, wenn es nicht so viel Geld ist, mal aus dem Weg. Ja, vielleicht. Philipp Hofmann. Er hat ziemlich viel Sprung. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Da geht er vorbei. Er war noch dran, gibt Ecke. In den Medien hört man Gerüchte über sein bevorstehendes Karriereende. Was aber immer noch seine Entscheidung ist. Er wird da gut drüber nachdenken. Kurze Ecke jetzt. Flanke bleibt hängen. Da können Sie erstmal klären. Michele Rizzi. Wird das eine Torchance? Da ist die Flanke. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Die Flanke war richtig präzise, konnte aber leider nicht.